Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Heute stehen ein bisschen Nebenquests an, nachdem wir in den letzten beiden Folgen Hauptquests hatten. Wir haben jetzt ein Accio-Duell vor uns. Das hatten wir schon kurz in der letzten Folge angeguckt. Da gab es einen Gleichstand. Und ich denke mal, wir müssen das so lange machen, bis ich gewinne oder verliere. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns einfach Hallo noch mal Charlotte. An. Hallo Charlotte, liefern wir uns ein Accio-Duell? Ich glaube, ich muss das so lange machen, bis ich gewinne. Wollen wir dann? Ja. Natürlich, Charlotte. Möge der beste Beschwörer gewinnen. Okay. Accio! Es ist schlau, mit dem anzufangen. Genau wie geplant. Mhm. Accio. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Und bitte lass mir den Platz hier jetzt frei. Genau wie geplant. Ja. Schade, ich hätte noch ein bisschen länger machen können. Der liegt. Nette Technik. Waren leider nur 30. Das ist so gemein. Unfassbar. Genau wie geplant. Accio. Es ist wieder unentschieden. Du hast mich fast geschlagen. Es ist wieder unentschieden. Unglaublich. Wir schaffen das nicht, Charlotte. Das funktioniert nicht. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Ja. Sicher. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. Wieso darfst du eigentlich immer anfangen? Accio! Genau wie geplant. Accio! Da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Accio! Kannst du mal voll verkacken oder so? Das ist ja unglaublich. Genau wie geplant. Accio! Nette Technik. Und die geht jetzt hier Accio. Hin und durch diese Dinger macht's dann ein Fünfer. Genau wie geplant. Nein! Nette Technik. Du hast mich fast geschlagen. Ich dich aber auch. Der zählt die 30 Punkte von, als es da vorne war. Oh Mann. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Also wir können auch die ganze Sicher. Zeit jetzt Ich gebe spielen. Noch nicht auf. Das höre ich gern. Wir spielen es noch einmal und wenn es da nicht geht, dann machen wir erst was anderes. Die steht ja morgen auch noch hier. Und... übermorgen und sonst noch. Accio! Kannst du den mal komplett rausschieben vielleicht? Komm, ich spiel mal kurz auf. Genau wie geplant. Ich spiel mal kurz Risiko und ich will mal kurz gucken, ob ich den da hier irgendwo rüberziehen kann. Accio!
Einfach nur, weil es mich... Ja, okay, von mir aus liegst du auch da. Ich will den da mal wegkriegen. Welch Eleganz. Raffiniert. Nee, nicht wirklich. Genau wie geplant. Da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Akio! Genau wie geplant. Akio! Nette Technik. Oh, du bist gut. Ich geschafft. Um 10 Punkte. Oh mein Gott, auch wenn der erste so blöd lag. Oh mein Gott. Ich kann zugeben, wenn ich geschlagen bin. Wo hast du gelernt, so zu spielen? Ich übe so oft wie möglich. Übung, was? Kann ich ja mal probieren. Tja, jetzt bleibt nur noch ein letzter Gegner. Ich will nicht zu viel verraten, aber er ist nicht ohne Grund der Beste. Noch einer? Okay. So. Ey, das war so... Was war das nochmal? Ende gut, alles gut? Behalte ich mal im Hinterkopf. Diese Besenverbesserung. Ach, die Besenverbesserung. Wollen wir erstmal... Wo war der denn? Weiß das noch jemand? Ich hab's vergessen. Wo habe ich mich denn hingeportet? War der hier irgendwo? Weiß noch jemand, wo das war mit dem Labyrinth? Ich hab's vergessen. Vielleicht finde ich's auch gar nicht mehr. Warte mal, ich hab doch... Nee, das war nicht hier. War das hier? Ich weiß es halt ehrlich nicht mehr. Weil vielleicht ist es ja nicht immer da. Doch, das war hier, glaube ich, irgendwo. Aber das ist gerade nicht da. Ist es vielleicht nur zu einer bestimmten Tageszeit da? Weil das war hier, oder? Was ist das? Ach, Kröte. Vielleicht kommt es nur nachts oder so? Wir sollten mit den Freunden von Mr. Bickel sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Triff mich im verbotenen Wald. So viel dazu. Wir haben bald alle Nebenaufgaben. Nee, ich glaube, das kommt vielleicht nur... kommt vielleicht nur zu bestimmten Zeiten eventuell. Aber okay, dann gucken wir später nochmal her. Ich bin ja auch nur drüber gestolpert. Ich hatte das ja voll vergessen. Aber wenn es jetzt halt nicht da ist, dann ist es auch okay. Dann machen wir das mal, wenn es wieder da ist. Das war dieser Aussichtspunkt. Hogsmeade. Da können wir auch gleich dann mit ihm sprechen. Das ist dieses, ja, dieses Fliegedings da wieder mit. Ich habe immer noch vergessen, wie sie heißt. Wie heißt die nochmal? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Mhm. Willkommen. Hallo. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Wie kann ich heute behilflich sein? Kannst mir ein bisschen was abnehmen? Das kann ich ja eigentlich auch schon verkaufen. Ich kann das zwar noch nicht selber tragen, aber ich sehe ja schon, dass es schlechter ist.
Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Bestimmt. Bis bald. Oh, guck mal. Jetzt ist schon für Weihnachten dekoriert. Oh, wie schön. Hier stehen überall Bäume. Ich leide unter dem schrecklichen Fluch, dass ich keine Arbeit verrichten kann. Wir standen damals praktisch alle Türen offen. Du kannst nicht arbeiten. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Na, wonach suchen Sie heute? 4000. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Okay. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mhm. Der Himmel ist die Grenze. Ich könnte jetzt die neue Verbesserung ausprobieren. Nee, in Hogsmeade darfst du nicht fliegen. Ach du Heilige. Ich weiß nicht, ob wir da so durchheizen sollten bis da unten hin. Ich habe die jetzt zwar in meinen Aufträgen, aber ich glaube, die lassen wir noch ein bisschen stehen, bis wir... Ich meine, wir haben ja hier noch das Ganze hier vor uns. Wir gehen erstmal nach Hogsmeade. Wir lassen das erstmal. Wir haben diese Verbesserung. Das merke ich mir. Hogwarts wollte ich sagen. Und wir machen jetzt das da. Ich lasse es stehen. Und wenn wir da unten in der Gegend sind oder so, dann können wir das ja mal mitmachen. Da jetzt runter zu fliegen, das ist ja... Da fliegen wir an so vielen coolen Orten vorbei. Das machen wir mal, wenn... Warte mal. Kann ich das bitte abheften? Nee, ich wollte Aufträge. Mach das mal weg. Düdel, düdel, düdel. Die ist unter mir. Ich hätte es auch markieren können. Das hätte ich tun können, ja? Hätte ich dir doch nie von meinen Koboldsteinen erzählt. Oder dich getroffen. Die ist schon wieder da. Wenn ja, er meint, er kommt damit durch, dann hat er sich geschnitten. Daran bist du selbst schuld. Wie bitte? Evangeline. Das erinnert mich an... Kennt ihr den Zeichentrickfilm Küss den Frosch? Also den Animationsfilm? Sehr, sehr schöner Film. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch 2 Glocken übrig. Aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Evie. Naja... Alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit unserem Regelbruch nicht mehr einverstanden. Nun weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, welche Glocke wohin gehört. Wir sollen die Glocken wieder hinhängen, ja? Oh mein Gott. Ist es wirklich so wichtig, die Glocken wieder aufzuhängen? Ob das so wichtig ist? Sie sind ein Teil der Schulgeschichte. Diese Glocken haben dem jungen Merlin gesagt, dass er zu spät zum Zaubern kommt.
oder Ignatia Wildsmith zum Essen gerufen. Wir dürfen Geschichte nicht verfälschen. Wir sind nur ihre Verwalter. Eine kuriose Anweisung, selbst für Black, Glocken wegen Kopfschmerzen abzuhängen. Stimmt, vielleicht haben sie sein stündliches Nickerchen unterbrochen. Er schläft ständig in seinem Büro. Aber ich habe auch gehört, das bleibt unter uns, ja? Natürlich. Ich habe von Alice gehört, die von Ollie gehört hat, der von Eugenia gehört hat, dass die Glocken ihn an seinen Hochzeitstag erinnern. Er bricht wohl zu jeder vollen Stunde in Schweiß aus, aber von mir weißt du nichts. Wenn es nur um zwei Glocken geht, ist es dann so schwer, sie richtig aufzuhängen? Das klingt vielleicht einfach, aber ich bin unmusikalisch. Mutter sagt immer, ich könne keinen Ton halten, selbst wenn er mir in die Arme hüpft wie ein Schokofrosch. Es bringt nichts, sie aufzuhängen, wenn sie nicht so klingen wie vorher. Um der historischen Genauigkeit willen. Ach du Heilige. Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, das wäre wunderbar. Die Glocken sind im Glockenturm, direkt über dem Musikraum. Du bist eine größere Hilfe als Adelaide. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Mhm. Ach komm, wir laufen einfach hin. Wir nutzen mal das wieder. Wo bist du hin? Hier. Haben wir schon lange nicht mehr benutzt. War das Adelaide Oaks? Die hieß doch so, oder? Das war doch sie. Oh, guck mal, hier ist auch alles schön geschmückt. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh. Wie schön. Das ist ja cool. Aber wir haben schon sehr viele Bäume, muss ich schon zugeben. Wo gehen wir denn hin? Da kommt man auch zum Glockenturm. Da war ich doch letztens erst. Hallo. Ach, hierhin meinst du. Was soll ich jetzt machen? Begib dich in den Musikraum, ja? Ah, die Glocken müssen oben sein. Ja. Guck mal. Alohomora. Da oben war ich noch nicht. Warte. Blauer. Revelio. Ja. Warte kurz. Also ich habe die eine Turmglocke gefunden. Muss ich die einfach... Also... Wingardium Leviosa. Muss ich die da hochbekommen? Vielleicht mit Wingardium Leviosa. Ach, da unten ist ja noch eine. Wo komme ich eigentlich hier hin? Ach, hier war ich schon mal, ne? Ja, hier war ich schon mal, okay. Ich habe das da unten nicht gesehen, obwohl ich... Oder hatte ich da vielleicht meinen ersten Zauberspruch noch? Warte. Hä? Wo habe ich denn die jetzt gesehen? Ich habe doch gerade... Ah, da. Wingardium Leviosa. Nun,
Das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein, im Gegensatz zu Black. Hilfe. Hier ist aber auch nie jemand drin, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe wieder Bücher umgeworfen. Tut mir leid. Ihr wollt ihn hier. Hier ist übrigens, glaube ich, immer noch... Gott, hat er mich gerade erschrocken. Hier ist immer noch so ein Bild. Hier ist immer noch so ein Bild, das ich noch nicht zuordnen konnte. Warte mal kurz. Da steht irgendwo auch... eine... Blume. Das ist voll schön. Diese Sache mit dem Skriptorium hängt mir noch ziemlich nach. Nie wieder. Hallo. Muss leider woanders entlang. Wir haben Ominous zufällig hier getroffen. Eine Frechheit. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. Was für ein Horn haben wir jetzt bekommen? Irgendein Horn. Wir sollten mal kurz in den Raum der Wünsche und das ganze Zeug da dingsen. Dingsen. Ein Hut. Was ist denn das oben? Schuluniform für den Herbst. Schneiderhut des Wahrheitsfinders. Was? Was sind das da für ein Huhn? Ach, das ist dieser, den diese Schneider immer auf haben, ja. Und was war das da jetzt, was du... Was sind das da? Das war doch irgendein Pullover, war das? Okay. Hut hatten wir aber ein... Nee. Warte. Da hatten wir den besseren... Erhöhter Schaden durch Venemosa Tentaculaus. Habe ich ihn hier? Schaden durch alte Magie. Magie. Warte. Was war es? Alte Magie, ne? Dann kann ich die anderen verkaufen.
Ich habe ja noch voll viele... Warte mal kurz, wo habe ich meine Einhörner drin? Die Einhörner habe ich hier drin, ne? Wir gucken gerade mal. Einhorn. Hallo. Ich habe... männliche Einhörni. Ich habe ein weibliches Einhorn. Das glaubt Professor Howen nie. Ich will die kurz mal zurückmachen, alle. Dann kannst du ja mal kurz das da reinmachen und das da reinmachen und das da reinmachen. Und jetzt kannst du auch das da drin lassen. Weil... jetzt ist alles gut. Dann können wir Einhörner machen. Ne? Ja, ein Bruder eines Einhorns. Oh, wie süß. Also ich möchte jede Art auch mal züchten, gerne. Oh mein Gott, es schläft. Oh. Wie lange dauert das? Eine halbe Stunde auch. Voll schön. Okay, dann haben wir das. Wir können auch mal gucken. Hier. Haben wir auch ein Gehege drin stehen. Und ich habe hier ja noch... wir könnten eigentlich auch mal... wir haben hier so viele Kniesel drin, aber... ich kann mich von keinem trennen. Sehen die gleich aus? Sind die alle gleich? Also nicht alle gleich, aber... das sind doch zwei gleiche jeweils, oder? Würde ich sagen. Weil wir müssten mal Tiere in guten... wir müssten mal Tiere in gute Hände geben. Also nicht meine guten Hände, sondern andere gute Hände. Wir kommen alle. Das hast du gerade nicht gesehen. Ich habe doch gerade nicht getan. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Das wollte ich nicht tun. I'm so sorry. Oh, warte. Komm wieder zurück. Alles ist gut. Mein Kleiner. Jetzt will ich dich nicht mehr weggeben. Hallo. Guck mal. Oh, ich streichel dich sogar. Was ich aber sehr, sehr interessant finde und auch ein bisschen... wie soll ich sagen? Mir fehlt gerade ein Wort. Ich finde es interessant, dass sie darauf reagieren, wenn du sie tatsächlich, also die Tiere... die Tiere sind ja vorher sowieso scheu und laufen weg. Wenn du sie gefangen hast und hier reinmachst, dann kommen sie natürlich auf dich zu und wollen auch gestreichelt werden und alles und so weiter, ne? Und ich finde es so interessant, dass man die dann noch so attackieren kann, auch wenn es nichts macht, ne? Aber... und dass sie eben reagieren. Ich meine, sie hat ja wirklich reagiert. Sie ist ja weggelaufen. War das ein Sie oder ein Er? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal zwei Kniesel raus. Kniesel. Und... oh Gott, wie so süß. Ich will gar nicht. Oh mein Gott. Mein Gott, wie süß ist das denn? Hilfe. Warte mal kurz. Du
bist die hier? Du warst hier. Du bist, glaube ich, der, der nicht weggelaufen ist, ne? Den ich nicht gedingst habe. Da habe ich vergessen zu pflegen, aber das ist okay. Dann haben wir hier drei verschiedene. Dann würde ich Wolkenschwinge auch rausnehmen, würde den Hippogreif und den Hippogreif reinmachen. Das müssten ja jetzt halt zwei verschiedene sein. Also zwei unterschiedliche Geschlechter, so rum. Und dann könnte man die ja auch. Ja, immer noch so ein schlechtes Gewissen. Oh. Mein Gott, wie süß. Oh. Ist hier ganz alleine. Dann hat man ja ein Ei. Stimmt, die legen ja Eier. Richtig. Müsste ich dann in dem Fall gar keinen Platz haben? Also gar keinen Platz freilassen, wenn die sowieso nur Eier legen? Eine gute Frage. Hauptsache einmal rumgelaufen. Ich weiß, was wir da machen. Das haben wir noch nie gemacht. Wir machen hier einfach mal die Kröten. Wie sieht denn das aus? Oh, hier sind Blubberbläschen. Oh, wie süß. Ist halt alles so dunkel und sumpfig eben. So. Guck, das macht es schon wieder auf, wenn ich. Wahrscheinlich macht es immer auf, wenn ich reinkomme. Nur ist es jetzt halt erst irgendwann mal aufgefallen. Dachte ich, hier krabbelt irgendwie ein Tier rum. Dabei ist es ja die. Die kann ich nicht mehr mitnehmen. Kann ich das noch mitnehmen? Nee, da habe ich auch schon viel. Okay, perfekt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, schubse ich euch mal wieder in die nächste Folge. Das haben wir gesagt, lassen wir sein, heben wir auf. Da, das fehlt uns ja immer noch einer. Das können, machen wir ja auch immer so nebenbei, ne? Poppy war die mit dem Schnatter. Und Natti. Ah, Natti war, ja. Animagus. Ich überlege gerade. Ich überlege mir bis zur nächsten Folge, auf was ich Lust habe. Vielleicht schaffen wir auch beides. Ich weiß ja nicht, was die da mit uns vorhaben. Gucken wir mal. Aber irgendeins von den beiden werden wir auf jeden Fall machen. Wir heben das da wieder, wie gesagt, bis zum Schluss auf. Ja. Leute, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die müssen wir auch mal verkaufen. Aber wir haben ja noch ein paar Plätze zum Sammeln. Von daher passt es schon. Das sind die Latente. Und hier muss ich mal das Ding hier... Ach, das ist nur das da. So, perfekt. Alles weg bis auf das, aber das ist in Ordnung. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.